Jonas Schomburg, die Saison 2024 startet in ungefähr 24 Stunden. Bisschen mehr Zeit habt ihr Männer noch. Wie ist die Lage am Tag vor dem Start in die Saison, die dich zum zweiten Mal zu den Olympischen Spielen bringen soll? Wie Abu Dhabi ist natürlich ein altes Pflaster. Aber wir hatten ein gutes Trainingslager in Namibia und sind, denke ich, gut vorbereitet auf die Hitze. Ich denke, morgen um 18 Uhr ist es gar nicht mehr so heiß, aber man merkt doch ein bisschen die Höhe, den Effekt und ja, freue mich aufs Rennen. Du kommst jetzt gerade hier aus dem Wasser. Morgen geht es 750 Meter hier rund, wie man sieht, ohne Neoprenanzug. Wie war es Einschwimmen? Wir sind zwei Runden jetzt geschwommen, ein paar Starts gemacht, ein bisschen sich die Strecke angucken, den Ausstieg und das Reinspringen, ein bisschen geübt. Aber ich kenne es ja schon von den letzten Jahren und Wasser ist sehr salzig, warm. Ich glaube, 23 Grad haben wir und ja, aber es ist ein schnelles Schwimmen. Ein schnelles Schwimmen, darauf folgt ein schnelles Radfahren. Der Kurs ist flach, den konntet ihr noch nicht sehen, das könnt ihr erst morgen früh machen. Aber du kennst ihn auch aus den anderen Jahren. Ja, genau. Jetzt können wir morgen nochmal, haben wir die Chance, uns die Strecke anzugucken. Aber ich kenne ihn von den letzten Jahren auf dem Formel 1 Strecke. Ist technisch ein bisschen anspruchsvoll, aber ein schneller Kurs. Schneller Kurs, das liegt dir beim Laufen. Wie siehst du dich ja da? Bist du der, der vorne ausreißt und dann der Gejagte ist? Wir wissen, im deutschen Team bist du so ein bisschen was wie der Gejagte. Ich denke, ich kann das vorne machen, aber ich denke, wichtig ist, hier ein solides Rennen zu zeigen. Und ich muss das taktisch versuchen anzugehen, mitzuschwimmen und dann hinten raus vielleicht noch mehr Reserven zu haben als sonst. Was ist für dich das wichtigste Ziel? Möglichst viele Plätze vor Lasse Priester ins Ziel zu kommen, um den Vorsprung zu verteidigen oder seinen Vorsprung nicht zu oder deinen Vorsprung nicht zu klein werden zu lassen? Es kommen ja noch ein paar Rennen. Ja, es kommen noch ein paar Rennen. Also ich denke, morgen ist noch nicht die Messe gelesen. Also man muss ja ruhig bleiben und ich habe die Erfahrung aus den letzten Jahren. Und wenn ich meine Leistung bringe, dann bin ich, glaube ich, vorne dabei. Wir haben uns ja gesehen auf Fuerteventura im Dezember. Ich habe euch ja noch versucht zu animieren zu so einem kleinen Boxerbild. Das gab es nicht. Wie ist es jetzt hier? Wie geht ihr beiden miteinander um, wo es für euch beide um die Wurst geht, um die Olympia-Quali, um den letzten Platz für Deutschland? Ich denke, jeder guckt auf sich größtenteils, auch in der Vorbereitung. Jetzt beginnen ja die Wettkämpfe. Ich glaube, bis Ende Mai wird sich da auch nicht viel ändern. Und jeder versucht, ihm sein Bestes zu geben. Sein Bestes zu geben, das heißt, wo ordnest du dich hier insgesamt international ein? Was ist dein Ziel für morgen? Ich denke schon, um die Top 10 kann ich vor Ort mitreden. Die Trainingsergebnisse waren gut und ich konnte eigentlich auch gute, vor allem im Laufen, meine Leistung jetzt zeigen im Training und freue mich aufs Rennen. Es gibt am Samstag ja noch einen Mixed Relay, da soll ja so die Olympiamannschaft starten. Was passiert, wenn du jetzt morgen vor allen anderen Deutschen hier ins Ziel kommst? Wirst du da nochmal Einspruch einlegen gegen so eine Mutmaßung, dass die bisher Qualifizierten auch das Testrennen machen sollen? Das Staffeltestrennen? Nein, werde ich erstmal nicht. Erstmal haben die erstmal verdient, da nochmal die Staffel zu starten, die bereits qualifiziert sind. Und die haben das Ticket schon und sollten das auch machen. Ja, erstmal viel Glück für morgen und dann schauen wir, was am Samstag passiert. Ja, danke.